Eine neue Runde, ein neues Glück in Gothic 1. Willkommen! Ja, ich wollte nochmal kurz abspeichern. Warum? Weil ich's kann. Und dann gehen wir jetzt mit dem Söldner Gorn in die freie Mine, oder beziehungsweise wir befreien die freie Mine. Wow, wenn man es so sagt, klingt das wie ein Widerspruch in sich. Wir befreien die freie Mine, okay? Gut. Mal sehen, was uns erwarten wird. Ich bin ja mal gespannt. Okay. Gorn, bist du auch noch hinter mir? Man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass der Begleiter, den man hat, einen auch noch nach einer gewissen Zeit folgt. Ich habe das schon öfter gehabt, da bin ich einfach losgerannt und irgendwo, ja, weiß ich nicht. Habe ich mich dann umgedreht und weg war er. Keine Ahnung, wo er war. Ich habe dann, bin dann versucht zurückzulaufen. Ich habe aber keinen gesehen. Das Einzige, was dann bleibt, ist halt den Spielstand neu laden. Aber, man muss aufpassen. Auf jeden Fall schon mal das Schwert ziehen. Denn ich weiß, was kommt. Gorn, bist du bereit? Oh. Okay. Vorsicht, Razors! Sie Nein! arbeiten genauso in Rudeln wie die Snapper. Nur, dass sie viel heftiger zubeißen. Ach du Wir Scheiße. sollten sie aus dem Weg räumen. Du weißt ja, ich habe gerne einen freien Rücken. Das stimmt, Gorn, ich auch. Razorline! Oh. Können wir erstmal einen anlocken? Bitte nur einen. Wir mal gucken, wie stark die sind. Also, sie sehen von der Statur und so alles schon recht stark aus. Kann mich aber auch irren, dass die wieder so schnell umfallen wie die. Ah, nein, Gorn! Mach doch nicht sowas! Oh. Aber die geben auch nur 200 XP, oder? Habe ich mich da täuscht irgendwie? Alter! Ich muss ein bisschen aufpassen. Aber gut, dass wir Gorn dabei haben. Also von daher. Also die sind doch schon kräftig noch, muss ich sagen. Dreh dich doch mal. Ich möchte aber nicht Gorn. Oh, Mist. Tut mir leid, Gorn. Ich habe leider nicht viel helfen können. Aber danke für die XP. Also, sie sind doch schon stark. Also, ich ziehe denen kaum was ab. Könnte gefährlich werden, wenn wir denen alleine begegnen würden. Na dann. Gucken wir mal. Gorn? Habe ich es euch nicht gesagt? Was machst du da? Was guckst du da nach da hinten? Gorn? Hallo? Hallo. Hallo? Ja, wir müssen weiter. Auf in den Kampf. Ja, da sagst du was. Oh Mann, ey. Gut, dass du hinterher kommst, Gorn. Sonst wäre ich ausgeflippt. Warte mal. Siehst du all die Leichen hier? Geh du runter zum Mineneingang. Ich bleib erstmal hier oben und stelle sicher, dass es keine Überraschung von hinten gibt. Wenn du unten bist, komme ich nach. Das können wir machen, aber erstmal gehe ich plündern. Was glaubst du denn? Söldner, was hast du? Oh, ja, das kommt jetzt alles gelegen. Steinbrecher. Ja. Also ich werde hier alles erstmal aufheben und looten. Was glaubst du denn? Okay, rechts, 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 links, links. Oh, das ging gut. Oh, eine Weintrauben und ein Schmiedehammer. War jetzt zwar nicht so viel, aber okay. Gut. Zum nächsten Söldner. Alles aufheben ruhig. Die haben immer, man könnte sagen, so wie die Gardisten, fast das gleiche. Also da brauche ich euch das jetzt nicht zeigen. Ich werde vielleicht beim nächsten nochmal genauer sagen, was die haben und dann. Also, die haben Münzen, Amphore, Rasiermesser, Fackeln haben die, Erz haben die, mittlere Tränke haben die, Reisschnaps, Fleisch, Brot, Reis, Pfeile und halt einen Steinbrecher. Das haben im Grunde genommen alle Söldner. Es sei denn, ist es jetzt ein Bandit oder so. Die haben Ähnliches, kann man sagen. Links,
Oh. Links, links. Oh, links, links, rechts, rechts. Ist ja... Verarsche? Eine leere Truhe. Und wir haben die Truhe geöffnet und dafür ein Dietrich verschwindet. Ach ja. Naja, egal, was man nicht alles tut, ne? Oh oh, ich sehe da unten schon ein paar Gardisten. Das ist nicht gut. Söldner. Wie gesagt, die haben alle das gleiche. Ist hier was drin, ne? Nur ein Bett. Naja. Man kann auch nicht immer alles haben. Schürfer. Becher, Erz, Münzen, Reis und eine Nagelkeule. Sowas ähnliches hat er auch. Und ein Kurzschwert. Okay. Was wollen wir hier? Ach, hier ist eine Truhe. Links. Oh. Links, links, rechts, rechts. Oh. Links, links, rechts, links. Links, links, rechts, links, rechts. Oh, die war doch nicht mehr Standard. Käse und Äpfel. Oh, Käse würde ich jetzt auch gerne essen. Hätte ich jetzt auch Hunger drauf. Ja, gucken wir mal hier rein. Oh, zwei Truhen. Rechts, 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 links, links. Rechts. Cool. Oh, nun Schinken. Oh. Rechts, 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 links. Rechts, rechts, links, links. Oh, Rezepturenband 1. Cool. Söldner. Alles Kappes. Ein Schürfer. Einen Moment bitte. Musst du mal kurz ein bisschen die Nase hochziehen. Ich bin so ein bisschen erkältet. Hoffentlich stört das jetzt gerade nicht. Oder man hat es gehört. Wäre scheiße. Egal. Oh, Schürfer. Söldner. Wir haben immer alles das gleiche. Also, das Spiel ist ja, muss ich ganz ehrlich sagen, richtig gut gelungen. Schürfer und, ja, es gibt wirklich schon so ein paar Kleinigkeiten, was mich wirklich stört. Also, die hätten ruhig den Charakteren individuelle Beuteschema geben können, dass die das und das in den Beutel haben. Oder halt auch in den Truhen. Zum Beispiel eine Truhe, wo nichts drin ist. Das muss nicht sein. Auch wenn dann, weiß ich nicht, nur ein Erz drin ist. Ist doch egal. Hauptsache, die ist nicht leer. Weil wer verschließt bitte eine leere Truhe? Sagt mir das mal einer. Also, das verstehe ich irgendwie nicht. Banditen. Alles Banditen hier. Oh, hier ist auch noch ein Bandit drin. Okay. Boah, Tränke haben wir aber mehr als genug, ey. Ohne Scheiß. Das haben wir doch jetzt schon. Aber das werden wir noch brauchen, die Tränke. Schürfer. Baloro. Erinnert ihr euch noch? Das ist doch der Söldner, der uns eine hyper tapfere, hyper gute, super tolle Waffe geben wollte. Oder eine Rüstung oder sonst irgendetwas. Mal gucken, was er dabei hat, der kleine Schwachkopf. Der hat nichts dabei. Und das soll seine Hyperwaffe sein? Da kann ich aber nur lachen, ey. Und in seiner Truhe hier drin, hier gibt es nämlich eine Truhe. Ist nur einmal Wein und Minecrawler-Suppe drin. Na super. Bringt also nichts. Da ist noch eine Truhe. Und da ist ein Schürhaken. Vielleicht hat er das als super tolle Waffe gesagt. Ein Schürhaken. Ganz ehrlich, ein Schürhaken. Nee, danke. Da ist eine Keule und eine Spitzhacke besser. Okay, dann gehen wir hier wieder runter, weil hier gibt es nichts mehr. Nur aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Ich habe ja das Talent für Runterfall, dass ich immer runterfalle. Gut. Waren wir hier schon drin, ne? Nein, ne? Wir haben ja erstmal oben gemacht. Zweimal Schinken. Nice. Ich könnte mich ja eigentlich mal kurz ein bisschen heilen, weil wir haben genug und wenn wir unten kämpfen, ist das hinterher nicht so doll.
Super. Schürfer, was haben wir hier? Okiel. Oh, der hat doch eine schöne Waffe dabei, oder? Alter, ich fress einen Besenstiel. Kriegsstimme, 96. Na, die ziehen wir natürlich auch gleich an, ne? Also. Aber hallo. Oh nein. Wie war das? Ich wollte die gerade anziehen, ey. Gibt's doch nicht. Das war eine super Waffe, ey. Die hätte ich gerne angehabt. Oh, schon wieder eine Truhe mit nichts drinne. Verflucht nochmal. Ich weiß, ich soll nicht fluchen, aber... Naja. Söldner. Alles mitnehmen. Was haben wir hier? Einen leeren Raum mit einer Bank. Cool. Gut, dann gehen wir nochmal hier in das Haus. Da sind zwei Truhen. In einer ist nichts drin. Und in der anderen? Oh, die müssen wir aufmachen. Rechts. Rechts, rechts. Rechts, rechts, rechts. Da ist einmal Weintrauben drin. Hat sich nicht unbedingt gelohnt, aber ist ja auch kein Dietrich abgebrochen. Also zu verkraften. Gut. Hier hinter war doch irgendwo was. Na, seht ihr? Mit nichts drinne. Super. Aber es ist eine versteckte Truhe, die man nicht unbedingt auf Anhieb erkennt. Bandit. Alles mitnehmen. Svenny. Der hatte uns die Schürferrüstung gegeben. Die Klamotten. Wir werden dich rächen, Svenny. Wir werden dich rächen. Okay, aber hier sammeln wir nochmal von den Schürfern. Nein, ich möchte nichts da dran machen. Von den Schürfern ein. Okay. Hier ist noch ein Söldner. Und noch ein paar Schürfer. Und da ist auch nochmal Schürfer. Gut. Dann müssen wir das doch hier soweit haben, oder? Hier ist alles fertig. Söldner, 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 Söldner. Da unten müssten wir eigentlich hingucken. Schürfer. So, dann würde ich sagen, ich speichere mal kurz ab, weil das könnte echt schwer werden. Besonders für den einen, muss ich sagen. Mal gucken, wie wir das machen. Na dann. Ich würde sagen, auf geht's. Abgespeichert habe ich, ne? Aber ich speichere euch nochmal ab. Schauen tut's jetzt nicht. So. Jackal. Sieh mal einer an. Der Verräter, der das Lager gewechselt hat. Du hättest dich nicht mit diesen Verlierern einlassen sollen. Dann würdest du noch zu uns gehören. Da hilft dir auch nicht, dass du mir Schutzgeld bezahlt hast. Ihr seid zu weit gegangen. Der Überfall auf die Mine war dumm von euch. Scheint aber funktioniert zu haben. Und du wirst daran auch nichts ändern. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Los, wir machen ihn kalt, Jungs! Das könnt ihr mal gerne probieren, aber ich renne erstmal nach hier oben. Weil Gorn soll mir mal helfen, weil das wird ein bisschen schwer, glaube ich. Gorn, ich bitte dich um Hilfe. Oh, da kommen sie gleich alle drei. Ich laufe mal ein bisschen. Oh, nur ein bisschen. Danke, Gorn, dass du kommst. Feigling, komm zurück! Hä? Von mir aus können wir unseren Streit... Was war das denn? Ich bitte euch, was war das für ein Scheiß? Das laden wir nochmal. Warum hat mich Gorn angegriffen? Also, man sieht, Gothic 1 ist nicht unbedingt frei von Fehlern. Ja. Dann probieren wir das Ganze nochmal, aber wir bleiben hier unten. Weg mit der Waffe, weg damit! Ja, ist ja gut. Glück gehabt. Sieh mal, du hättest da Hilfe... Ihr seid zu weit gegangen. Der scheint aber funktioniert zu haben. Und du wirst daran auch nichts ändern. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Los, wir machen ihn kalt, Jungs! Das kannst du probieren, Kumpel. Greif mal den da an, danke. So, jetzt machen wir erstmal hier Jackal tot.
Du. Ich wollte gerade ein schlimmes Wort sagen, aber das Spiel ist ja ab 12. Du Arsch. Ist ja nicht so schlimm. Ja. Ich achte auch auf die Spiele. Oh, ein paar Gardisten sind tot. Ja, Gorn, danke. Du hast es mal wieder geschafft. Ich hörte dich kämpfen, da bin ich sofort hinterher. Nee. Ein alter Bekannter, aber die Rechnung ist beglichen. Gut, öffne du das Tor, ich pass hier auf. Ja, aber erstmal möchte ich einsammeln, ne? Oh, ein Gardistenhand, okay. Ja, an Sachen haben sie nicht viel. Ein Knochenbrecher, den müssen wir uns gleich mal angucken, Jackal. Oh, er hat auch so eine Armbrust wie wir. Die können wir verkaufen, die bringt echt viel. Und nochmal ein Gardehand und Söldner. Was haben wir denn da? Moment, bevor ich das Tor öffne und so alles, ich gucke erstmal. Also die ist natürlich noch besser und Gardehand, 59. Gut, die sind besser als, ich denke mal, das hätte man bekommen, wenn man Gardist geworden ist. Dieser große Gardist mit der großen Rüstung und Knochen. Ist recht schlecht, aber die haben uns trotzdem ganz schön zugesagt. Aber das waren ja auch 3 gegen 1, also von daher. Und ich wollte nicht wieder hochrennen, sonst wäre vielleicht Gorn wieder sauer geworden, aus irgendeinem Grund auch immer. Und ja, da haben wir es trotzdem geschafft, also. Und dann würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge dann weiter, dass wir die Mine befreien. Aber erstmal esse ich hier unser Fleisch, dass wir volle Lebensenergie haben. Und, was wollte ich sagen? Ja. Und ich plündere hier noch die Sachen hier vorne, alles, was wir hier noch haben. Der Rest kommt, oder die Mine kommt dann in der nächsten Folge. Gut, was haben wir hier? Ein Söldner noch. Zack. Und noch ein Söldner. Zack. Hier sind noch ein paar Schürfer. Ey, wir werden echt reich. Wir haben über 12.000 Erd schon. Das ist Wahnsinn. Oh, ist hier nichts drin? Nee, hier ist nichts drin, ne? Okay. Und das speichere ich trotzdem mal kurz ab. Man weiß ja nie. Vielleicht reagiert ja Gorn allergisch, wenn wir hier ran. Weg, Freundchen. Habe ich doch gesagt. Okay, Gorn. Hallo. Hallo. Jemand aus dem alten Lager ist verstorben und dein Name wird dabei erwähnt. Auf in den Kampf! Warum hat er denn das gesagt, hä? Gehört Gorn zum alten Lager oder wie? Irgendwie verstehe ich das nicht. Irgendwie ist da ein Bug oder ein Wurm oder irgendwas drinne. Egal, wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ihr dürft also gespannt sein, denn dann befreien wir die freie Mine. Wuhu! Bis dahin. Tschüss.